Ahu, liebe Schildmann-Wikinger, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metal Gear Survive mit eurem Erik Vikingson und der Valkyria. Gestern haben wir das Basislager abgegradet, haben soweit alles getan dafür, dass wir es irgendwie aufkriegen. Jetzt heißt es einfach heute nur nochmal looten, nochmal ab ins gefallene Dorf gehen, da nochmal gucken, dass wir da noch genug Loot zusammenkriegen. Am besten so auf Eisen und so weiter fokussieren, dann sieht das eigentlich ganz gut aus. Hier haben wir auf jeden Fall auch noch einiges an Loot drin, das ist sehr gut. Stahl ist da. Brauchen wir alles. Chromstahl. Wow. Und dann habe ich noch auf der Map ein Notsignal empfangen. Da will ich auf jeden Fall auch nochmal rüber gucken. Das ist gleich hier um die Nähe. Da müssen wir nur oben hin, wo wir den Nikolas gefunden haben. Da ist auf einmal ein Notsignal gespawnt. Bin jetzt schon an der Grenze von dem, was ich tragen kann. Ist nicht dein Ernst, oder? Wie kommst du... Wieso denn das? Warum kann ich nicht so viel tragen? Okay, es wäre mir jetzt fast egal. Dann würde ich nochmal rausreißen. Hey, dann will ich jetzt aber kurz nochmal... Komm, dann gehen wir nochmal kurz nach Hause. Wir sind ja eh hier. Ob ich da einen Rucksack bauen kann, aber ob ich den jetzt gar nicht mit habe. Das wundert mich gerade. Und dann machen wir das Notsignal. So, komm mal her, wo kann ich denn das machen? Hier. Also wenn, dann muss es ja hier sein. Linker Riemen für Gegenstände. Ja, aber habe ich ja schon Blödsinn. Okay, wir reparieren nochmal. Können wir irgendwas reparieren? Ja, die Schaufel, das war's. Keine Ahnung, anscheinend können wir nicht so viel tragen. Ich weiß nicht warum. Ob sich da irgendwas geändert hat und ich habe das nicht mitgekriegt. Keine Ahnung, ich dachte, wir konnten damals mehr tragen. Aber hey, ist okay. Vielleicht haben wir auch schon zu viel einstecken. Also hier, wie gesagt, ist das Problem. Das Problemkind Notsignal, da gehen wir jetzt hin. Oben haben wir noch Häuser und da gehen wir nochmal in das gefallene Dorf und looten, was wir können. Und dann ist gut. Viele Wanderer gibt es ja hier gar nicht mehr. Das ist auf jeden Fall noch hier in dem Gebiet. So, komm, gib mal Gas ein bisschen. Ausdauer ist super, ne? Guck dir das an hier. Haben wir sehr gut gelevert. Valkyria ist gelevert. So, 4200 Leben. Nicht viel, aber ist okay. Mehr geht, glaube ich, gar nicht. Wir sind ja schon auf Leben komplett hoch. Oh, ich bin mal gespannt, was uns jetzt gleich hier oben erwartet bei den 150 Metern. Wölfe. Okay, den ersten hast du frei, den zweiten musst du ertragen, mein Freund. So. Dann haben wir das auch. Da sind nochmal Wölfe, da kommt der nächste Wolf. So. Ist jetzt gut, Freunde? Oder haben wir noch Wanderer da oben? Der sitzt da oben anscheinend auf dem Berg. Grauwolffell, okay. Gucken, was wir damit machen können. Wir gehen nochmal kurz hier rein. Vielleicht können wir hier nochmal looten. Wir dürfen jetzt nichts unversucht. Oh, guck mal, was ist da drin? Was war? Hier ist irgendwas drin. Guck mal. Was auch immer das ist, wir werden nicht drankommen. Nicht so wie jetzt. Vielleicht müssen wir das auch sprengen, aber das will ich jetzt eigentlich nicht. So, wir müssen da hoch. Gucken, wie wir da hochkommen. Ist es auch hier? Warte mal.
Ja, eigentlich ist das Notsignal, das ist hier oben, wo die ganzen Typen stehen. Ich fühle mich gerade wie Bud Spencer mit der Bratpfanne hier. Die Bratte. Machen wir sofort. Bleib ruhig, Virgil. Nö, es passt doch alles. Ich kann mich nicht healen. Das geht von alleine. So, wo haben wir denn einen hier liegen? Da liegt jemand. Ich sehe ihn. Da haben wir nochmal für die Base gemacht. Nochmal, das ist doch die Ärztin, oder? Von der Miranda. Sehr gut. Jawohl. Okay, da haben wir jetzt anscheinend die Ärztin hier von der Miranda noch gefunden. So wie das aussieht, nehmen wir gleich natürlich hoch. Irgendwas spawnt da oben. Die bringen wir auf jeden Fall noch nach Hause. Die bringen wir auf jeden Fall noch weg. Die Kuban-Energie lasse ich jetzt hier. Da oben ist irgendwas gespawnt. Ich weiß es aber nicht. Das macht nichts. Wir haben die Zeit auf jeden Fall da. Die bringen wir noch schnell nach Hause. Und dann gehen wir dann ins Dorf. Mein Gott. Dann bringen wir eh nochmal Loot nach Hause. Ja, das passt. Dann haben wir jetzt nochmal jemanden gefunden. Sieht dann auch eher so wie das Heilungsteam aus hier. Oh, jetzt zieht sie mal an hier, unsere Valkyrie. Sehr gut, sehr gut. So. Ja, das macht doch nichts. Alles easy. Alles schon frei. So, mal gucken, wen wir da haben. Haben wir noch jemanden gefunden, Mensch? Guck mal an, du. Kurz bevor es abgeht bei uns. So. Wen haben wir da? Schönen guten Tag. Thanks. You saved me. Na klar. Aiming Mole? Metzger? Okay. Dann wäre der Metzger ja Versorgungsteam, oder? Leben, überleben? Okay. Ich würde ihn jetzt mal ins Versorgungsteam mitmachen. Oder Erkundungsteam. Ich mache hier ins Ding rein und gehe ins Versorgungsteam, wo der Niklas ist, und den mache ich ins Basislager. Nee, das war Blödsinn.
Den Niklas mache ich ins Entwicklungsteam. Und dann schicke ich die zwei nochmal weg. Ich glaube, das ist gar nicht so ungünstig, dass die nochmal Material sammeln. Der ist auch gerade zurückgekehrt. Mission erfolgreich, sehr, sehr wichtig. Hier, wir haben Eisen bekommen. Und dann würde ich das Team jetzt nochmal losschicken. Verwalten. Niklas, sehr gut. Kriege ich jetzt mehr Gegenstände rein? Nee, passt. Niklas ist zwar krank, aber das ist okay. Das kriegen wir hin. Und dann gehen wir die jetzt einfach nochmal. Singularity brauchen wir nicht. Da brauchen wir jetzt auch erstmal nichts. Ressourcen sammeln. Erfolgsbelohnung. Schießpulver, Schießpulver, Schießpulver. Da wäre Öl und das wäre TNT. Brauchen wir alles nicht. Ich würde sie gerne nochmal auf Eisen schicken gehen. So. Und wir gehen nochmal ab. Wir gehen jetzt einfach nochmal ins Dorf hier runter. Da unten war schon wieder was. Jetzt muss ich erstmal gucken, was war da unten. Da ist schon wieder was aufgespawnt. Als ob da jetzt schon wieder irgendwas ist hier. Starke Kuban brauchen wir nicht. Ansonsten sind wir jetzt hier. Ja, wir sind jetzt hier durch. Gut, dann geht es für uns jetzt hier geradeaus runter. Nochmal den letzten Loot-Aufzug Gas geben. Warte mal, das will ich kurz wegmachen hier. So, da möchte ich gerne hin. So, dann geht es für uns jetzt halt wirklich nochmal zum Looten. Alles, was wir finden können, Eisen, Schießpulver etc., nehmen wir jetzt mit. Wenn wir fett überladen sind, ist mir das wurscht. Ich muss nicht rennen. Ich werde das schon irgendwie hinkriegen, wenn nicht, haben wir noch Pfeil und Bogen. Und dann ist morgen halt wirklich der Tag X, denke ich mal. Ich werde dann noch so weit, wie es geht, die Base verstärken, wenn ich alles gebaut habe, was wir brauchen. Und dann geht's los, wa? So, wir haben noch Zeit. Immer noch schön 10 Minuten jetzt looten hier. Mal gucken, was wir noch so finden. Das haben wir alles schon gelootet. Da war der Behälter drin. Hier können wir rein. Ich will wirklich echt alles so mitnehmen, was wir brauchen. Das Problem ist, es sind keine Wanderer mehr hier, ne? Das Gebiet war komplett cool. Mit Wanderern. Alles weg. War erstmal hier und da ist nochmal so eine Bäumchen und Bömble. Aber ja. Ich glaube, der Große ist wieder draußen. Und läuft hier irgendwo rum. Es knallt schon wieder. Ja, da ist er. Seh dann. Ich bin ja einmal am Überlegen, was passiert, wenn ich da wirklich reinfließ. Komm, jetzt probieren wir jetzt mal. Ja, das hat nicht mal gekitzelt, glaube ich. Hat den nicht mal gekitzelt. Voll krass. Ja, hier kriegt man halt noch Nägel raus und so, aber das will ich alles nicht. Ich brauche schon richtiges gutes Material, ne? Aber ich habe so das Gefühl, wir sind hier eigentlich auch so gut wie es geht durch, ne? Was Looten angeht oder so. Alter. Ist schon beeindruckend.
Valky? Valky? Borak. Jo, aber jetzt mal by the way, es ist fast nichts mehr an Loot da, ne? Also wir haben das wirklich. Bis auf ein paar kleine Teile hier, wie das und das, ist das aber alles gelootet hier. Keramik, Plastik, klar, Stühle nehmen wir natürlich mit. Aber ich denke, wir können dann morgen wirklich mal den ersten Versuch starten. Ich gehe jetzt nochmal hier rein, weil hier war ich eigentlich sonst sehr wenig. Möglich, dass wir hier auch nochmal auf ein paar richtig coole Feinde treffen. Oh, hier ist nochmal guter Loot. Moin. Boah, die haben gut was ausgehalten, die Jungs, wa? So, einmal durch nach draußen. Ja. Hey, aber wirklich? Ah, da oben brauche ich jetzt nicht hin, das ist Schwachsinn. Ja, ja, wir sind jetzt eh gleich durch. Ist doch gut jetzt. Ja, ja, ja. Wir hauen doch jetzt eh ab. Wir haben alles gelootet, was ging. Wir hätten jetzt klar nochmal hier und da nochmal gucken können, aber... Ich bin auch ehrlich gespannt, was uns angreift jetzt gleich dann, ne? So, ab geht's zum letzten Tanz, wa? Ich werde jetzt offline noch mal ein bisschen was, wie gesagt, verbreitern, werde uns dann aufstellen und wir gucken morgen einfach mal, wo es jetzt uns hin verschlägt, wie es jetzt genau abgehen, ablaufen wird. Das weiß ich jetzt nicht genau. Bin gespannt, was uns erwartet. So. Wenn nicht wirklich irgendwas nochmal dazwischen kommt, ist dann morgen wirklich so das erste Mal der letzte Tanz. In Anführungszeichen müssen wir mal gucken, was noch so passiert. Ich weiß es auch noch nicht. Ich bin aber auf jeden Fall gespannt und freue mich drauf. So, wir haben gute Sachen nochmal geholt. Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, bis morgen. Gehabt euch wohl. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.